Liebe Gäste, liebe Freunde, an Weihnachten jubelten die Engel, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen, die guten Willen sind. Das zeigt uns, dass Gott möchte, dass wir guten Willen sind. Willen zum Frieden und uns mit ihm freuen. Noch nie in der Geschichte ging es den meisten von uns materiell so gut wie heute. Doch das führt leider nicht zu mehr Freude, sondern zu mehr Angst. Solche Ängste sind da, die Angst, etwas zu verlieren, Angst vor Krieg, Angst vor Migranten, die Angst, dass ein anderer mehr hat, die Angst, was die Zukunft bringt. Weihnachten ist auch ein Feiertag gegen die Angst. Im Neuen Testament lesen wir: Ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht tragen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte tragen kann, so werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so wie ich bei ihm bleibe, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Johannes 15, 1-8. Jesus sagt nicht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Versager, sondern ihr seid die Reben. Wenn ich in der Vergangenheit durch Weinberge gelaufen bin, habe ich noch keine Rebe gesehen, die von der Angst bestimmt war. Sie waren alle ganz zuversichtlich am Weinstock und treiben nun munter aus. Woran liegt das? Die Rebe weiß, dass sie mit dem Weinstock verbunden ist und bleibt. Eine enge Beziehung hilft gegen die Angst. Und wenn das schon für menschliche Beziehungen gilt, wie viel gilt das dann für meine Beziehung zu Gott? Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, aber die fruchtbaren Reben reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringen. Christlicher Glaube ist also kein Schmusekurs, bei dem du dich in einen von weichgespülten Pullover kuscheln kannst, sondern die Beziehung zwischen mir und meinem Gott. Rebe ist der Ast vom Weinstock, an dem die Trauben hängen. Der Weinbauer schneidet im Winter meistens alle bis auf zwei ab. Und auch im Sommer entfernt er immer wieder die wilden Triebe. Das macht er, damit der Weinstock im Herbst gute, große und süße Trauben trägt. Da gibt es manches in unserem Leben, das entfernt werden muss, weil es wie die Reblaus, die rote Spinne und die Kirschessigfliege beim Weinstock Schäden hervorruft. Nehmen wir zum Beispiel die Angst, dass ein anderer mehr hat. Sie kommt davon, dass ich mich mit den anderen vergleiche. Aber kann sich ein Weißwein mit einem roten vergleichen? Genauso sind wir Menschen unterschiedlich und brauchen unterschiedliche Dinge, dass wir uns freuen können. Die größte Freude hat der, der mit dem zufrieden ist, was er hat und damit glücklich mit Gott lebt. Zufriedenheit und Freude kann durch kein Mehr an Besitz ersetzt werden. Und wenn ich glücklich und zufrieden bin, ist das die beste Medizin gegen die Angst. Damit wir das nicht allein tun müssen, hat Gott uns andere Menschen geschenkt. Freuen wir uns an dem, was wir haben und teilen es mit anderen. Zuerst dir, dann auch über diesen Raum hinaus. Gott hat uns reichlich beschenkt und erst wenn wir teilen, dann merken wir das göttliche Prinzip, das Teilen nicht ärmer, sondern reicher macht. Reich an Zufriedenheit, an Glück und an Freude. Und dann wissen wir auch, wozu uns Gott geschaffen hat und was unsere Aufgabe ist. Die Rebe weiß das automatisch.
Meine Aufgabe ist es, Frucht zu bringen. Frucht bringen ist ein lohnendes Ziel gegen die Angst. Darum sollen auch wir Frucht bringen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir lebt, so wie ich in ihm, der bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Viele Menschen wollen gerne der Weinstock sein. Sie bestimmen ihr Leben selber und merken gar nicht, wie sie an ihm und der echten Freude vorbeileben. Was passiert, wenn eine Rebe Weinstock sein will? Nichts, außer dass sie verdorrt und keine Frucht bringt. Jesus hat klar unsere Aufgabe zugewiesen. Die heißt, in Abhängigkeit von ihm leben, Rebe sein und Frucht bringen. Es geht also nicht darum, dass wir Blätter tragen. Gott schenkt uns keine Blätter, aber eine Beziehung gegen die Angst. Es geht auch nicht, dass wir Blumen werden. Unser heimliches Ideal ist ein Blumendasein. Jeder will eine schöne Blume sein. Keine Brennnessel und kein Kaktus, aber eine Rose, eine Lilie, eine Orchidee. Die Farbe soll leuchten, möglichst bis zum 80. Lebensjahr. Und wenn sie es nicht tut, wird mit Stift, Puder und Creme nachgeholfen. Der blumige, schöne junge Mensch ist heute gefragt. Deshalb wollen viele Blumen Kinder werden. Aber Blume ist nicht Frucht. Bei Gott brauche ich keine Blumen vorweisen. Er nimmt die Angst, denn ich darf so sein, wie ich bin. Es geht auch nicht darum, dass wir Blüten treiben. Manche Kreise erinnern an schwüle Treibhäuser. Junge Pflänzchen werden von der Welt isoliert, mit schwärmerischem Mist gedüngt und mit abgestandenem Wasser begossen, dann pikiert und verzogen und gespritzt, damit sie Blüten treiben. Blüten des Glaubens und der Frömmigkeit und heute auch oft mit Fanatismus und Hass. Nach Jahren des Umbruchs blühen sie vielerorts auf. Man freut sich an den seltsamen Blüten, die sich plötzlich entfalten. Aber Blüten sind nicht Frucht. Gott wollte auch keinen botanischen Garten, sondern einen Weinberg. Wo wir nur blühen, haben wir das Ziel verfehlt. Der Imperativ lautet nicht, nun blühe mal schön, sondern seid fruchtbar. Jesus sieht durchaus nicht in der Blüte den Höhepunkt seiner Schöpfung, sondern in der Frucht. Überwinden wir die Angst und gehen auf andere zu. Die Frucht entblättert die Blüte, darum fürchten wir sie. Wir wollen doch blühen. Darum ist es ein Kennzeichen der heutigen blühenden Generation, dass sie auf der Flucht ist, auf der ständigen Flucht vor der Furcht. Und wenn wir die Frucht vermeiden, dann bekommen wir Angst. Gott nimmt uns die Angst vor dem Verwelken, denn der christliche Glaube hat Ewigkeitswert. Das gilt auch, wenn wir traurig sind, weil wir von einem Menschen Abschied nehmen mussten. Da wird deutlich, dass alles Leben Mühe und unvollkommen ist. Der christliche Glaube sagt uns hier, es gibt mehr. Hier geht es nicht um Blätter, um Blumen, um Blüten, sondern um Frucht. Darum können wir ohne Angst Blätter, Blumen, Blüten hergeben, um die viel bessere Frucht zu bekommen. Dazu müssen wir in der Kraft, die wir miteinander gewonnen haben, auf andere Menschen zugehen, die noch nicht die Liebe Gottes verstanden haben, aber von außen in unser Land kommen. Stärkt euch in der Liebe Gottes, dass ihr auf solche Menschen zugehen und sie willkommen heißen könnt, solange sie guten Willens sind. Denn das Schöne ist, Gott hat uns versprochen, uns dafür Kraft zu geben. Die Rebe weiß, dass sie nicht allein, sondern alles mit dem Weinstock tun soll. Das hilft gegen die Angst, dass die Zukunft ungewiss ist. Wenn wir sie mit Gott gestalten in all der Unvollkommenheit, die wir erleben, gewinnen wir Sicherheit und Perspektive. Wenn ihr reiche Frucht bringt, erweist ihr euch als meine Jünger und so wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Was ist damit Frucht gemeint? Paulus zählt im Galaterbrief einmal auf, wie sich die Frucht des Glaubens äußert. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. 9 Früchte. Und wenn wir uns die nächsten Tage jeweils eine vornehmen, ist schon viel gewonnen. Was macht eine Rebe, damit sie Trauben hervorbringt? Sie bleibt am Weinstock. Wenn sie zu sich selbst sagt, ich muss jetzt Trauben hervorbringen, ich muss Frucht tragen, dann bringt das gar nicht zu Wege.
Genauso ist es mit dem christlichen Glauben. Wenn ich sage, ich muss Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung hervorbringen, dann schaffe ich das nicht. Was macht ein Christ oder eine Christin, dass er oder sie solche Werke hervorbringen? Sie oder er bleiben bei Jesus. Bei Jesus bleiben und im Glauben leben, das genügt und das ändert euch von Grund auf. Das nimmt die Angst vor der Zukunft. Und wir können an Gott und dem Glauben dranbleiben gegen die Angst. Amen.